habe einen neuen Look heute Abend. Geh mal wiederholen. Du wirst schon wieder hässlich. So, Marcel, gleich gehst du ans Kastrop Rauxel. Auf welchen Star freust du dich am meisten? Norm Lange, da freue ich mich ganz besonders drauf. Überleg nochmal deine Antwort, sonst gehst du zu Fuß. Okay, natürlich auf den Partyprinzen. Richtig. Gleich seht ihr uns in Kastrop Rauxel. Angekommen in Kastrop-Rauxel, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen aufbitschen und wir warten auf unser It-Girl. Ja. Willkommen, liebe Milliardäre, liebe Z-Promis, wieder beim Partyprinz, das Leben eines Z-Promis, heute aus Kastrop-Rauxel. Das probieren wir aber nochmal. Tanz im Butterbringbogen. So, jetzt aber. Kastrop-Rauxel. Das üben wir noch und jetzt erstmal zum It-Girl. It-Girl, bist ja schon da. Aber dann der Schock. Wie findest du mein Outfit für heute Abend? Was ist das? Mein Outfit für heute Abend. Aber nicht mit der Jacke. Doch, ich hab keine andere. Du musst ein bisschen auffälliger sein. Ich mach gleich noch Schminke. Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ich gehöre, das ist aber zu schlicht. Gefällt dir das nicht? Nee. Tänzelst uns hier ein vor im Jogginganzug. Ich hab einen neuen Look heute Abend. Ist das unser It-Girl? Wir erkennen es doch gar nicht. Neu. Ach neu, mit Perol gewaschen. Gut, wir bitchen uns jetzt auch erstmal auf. Wir müssen 5:30 los. Wieso? Steht hier. Den gefiel noch 6. Nö. Hier kommt es gleich zum Stress, ne? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt. Beeil dich. Ja. Nichts mehr mit Schlafen. Aber 17:30 werden wir rübergeschüttelt. Das muss ich mich noch ein bisschen aufhübschen. Heute dabei mein John Collins Beauty Case. Wir freuen uns jetzt auf eine schöne Veranstaltung für den Frieden, für die Freude und für die Freiheit. Ganz genau, wir feiern für die Liebe und den Frieden. Also, jetzt müssen wir gleich los, der Shuttle kommt. Ja, auf. Auf geht's. Und ich mit meinen Schuhen. Lass uns abdrehen, abgehen, nackte Haut sehen. Wie findest du eigentlich meine Schuhe? Schick, schick. Toll, ne? Da sind wir! Ich gehöre zum 4. oder 5. Mal. Ach, super. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ist wieder schön, in Kastrop-Rauxel zu sein, vor der Europahalle. Oh, ich freue mich so, das war so eine tolle Fahrt. Ich bin so wie eine Grazie aus diesem Auto ausgestiegen. Itkel, es geht jetzt heute nicht um dich. Wir feiern heute für Toleranz und Frieden und für den guten Zweck. Ja. Sind wir nicht alle ein bisschen terror-tuckig? Findest du uns geil? Ja? Ja? Das Understatement-Outfit des It-Girls war natürlich auch Pressethema. Dann wurde mit Veranstalter Jörg Schlisser gepostet. Das It-Girl hatte auch im Jogginganzug seinen Spaß. Wenn wir zum IQ-Test gehen würden, habe ich locker einen IQ von 130, ja? Also mehr als Lipgloss? Ja. Casey Kelly! Kennst mich noch! Du bist der Prinz, der Partyprinz. Genau! Der Partyprinz. Und wie geht's mit deinen Partys? Immer gut, wenn du da bist. Ja, du singst heute auch noch? Ja, ich singe noch. Ich mache Party mit dir. Gerne. Sometimes I wish I were an angel. Nein, das lasse ich mal. Ach so, das. Ah, ich habe das schon gesungen, aber heute nicht. Wenn wir schon mal in der Maske sind, lassen wir auch gleich Hand anlegen. Kein Problem. Bin ein bisschen mit rasieren. Kriegst das weg? Da habe ich aber auch mit dem Rasierer lang gehobelt. Aber wenn du nicht nur so richtig hochgehst, dann hast du überall noch Stoppeln. Wenn du da Make-up drüber machst, das ist. Und dann ging es auf die Bühne. Jeder Cent zählt. Wir haben hier unseren Spendeneimer und das It-Girl. Wir kommen auch mit rum. Was ist dein Highlight, außer dass ich hier bin? Dann habe ich kein Highlight. Wie gefällt's Ihnen? Super. Komm wieder, ne? Klar. Backstage mit den ganz großen Stars. Euch haben sie aus Hollywood und Las Vegas eingeflogen? Genau, ja, Las Vegas. Du hast aber einen tollen deutschen Aussprache. Man hört deinen Akzent gar nicht. Ja, es ist so gut geübt, ne? Mhm. Wie gefällt's dir? Ja, wunderbar. Wie jedes Jahr. Sehr, sehr schön. Gestern saß du noch bei Jennifer Lopez und heute hier, ja, in Kastrop-Rauxel. Ganz genau, ganz genau. Was? Bei ihr bin ich lieber. Was gefällt dir heute so hier? Alles. Die Terror-Tucken gefallen mir super. Casey Kelly wieder, wie immer. Mhm. Euch?
Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich dir jetzt auf den Fuß treten müssen. Ja. Nein, ihr seid auch immer ganz klasse. Dankeschön. Karten gibt es jetzt schon wieder im Vorverkauf für das nächste Jahr im November. Die VIP-Karten sind schon alle ausverkauft, also sichert euch noch schnell eine Karte und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr beim Feiern für den guten Zweck unterm Regenbogen. I'm so excited! Hilfe! Bitch, right?